bin ich wieder. Ich weiß noch nicht, ob ich die Stelle rauscutten werde. Ich werde es wahrscheinlich vergessen. Continue. Okay, es gibt nichts zu continuen. Sad life, würde ich sagen. Dabei autosave of minutes between each autosave and three autosaves. Ich würde sagen, die Option, die funktioniert noch nicht wirklich. New game. Also ich werde auf jeden Fall ein neues Spiel anfangen, weil das Spiel macht echt Spaß. Ich bin nur gerade, muss ich echt sagen, ein bisschen angefressen, dass das einfach so weg ist und ich habe Schiss, wenn ich jetzt wieder anfange, dass das wieder einfach so weg ist. Weswegen ich glaube ich an der Stelle auch einfach mal sag, die ersten Eindrücke, die erste Stunde ist gewonnen. Also die ersten Eindrücke der Stunde sind gewonnen. Ja. Ansonsten hoffe ich, dass dieser Fehler hier behoben wird, weil das ist ärgerlich. Wenn man was gebaut hat und dann ist das einfach so weg, kann passieren, dass Early Access. Also in der frühen Phase, aber ist halt schon maximal ärgerlich. Ich starte jetzt einfach mal einmal rein, um zu gucken, ob man überhaupt speichern kann, weil dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Hey, nice to meet you. The name's Max. Maxwell Smalls. Ja, ja, gut. Das brauchen wir nicht gucken. Kann man speichern? Man kann speichern, okay. Vielleicht hätte ich das nächste Mal benutzen sollen. Aber gut, dann haben wir jetzt die Chance, nochmal besser anzufangen. Fuck. Das ärgert mich schon so ein bisschen. Nein, also wie schnell. So. Extremely elaborate, realistic prank show. Ich glaube, diesmal werde ich mir auch hier auf der Lichtung einfach eine Base machen. Ah, ich komme, ich mache einfach nochmal rein und speichere zwischendurch halt. Und hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Aber halt so ein bisschen doof, dass die Autosaves halt nicht funktionieren, ne? So. Still gonna be famous though. Gonna need an agent, a publicist, a sports car. Oh nein, ich wollte nicht. Nein, ich will nicht gegen die Ameise kämpfen. Honestly, I'm just glad it's not big enough to squish me. Nein, lass sie nicht zu seinen Kollegen, Alter. Ja. Oh nein. The speedy little green corn puff. Greifen uns die Ameisen jetzt dauerhaft an, oder was? Das wäre für den Anfang echt scheiße. Die waren so friedlich. Haben mich zwar öfter genervt, aber... Hey. Ne, die greifen... Ah, schön, die greifen uns jetzt nicht dauerhaft an. Gut. Das ist gut. So, hier können wir ja wieder ein bisschen analysieren. Müssen wir halt nur ein bisschen warten wieder. Well, someone had to have set up all the sciencey stuff here. Das funktioniert auch noch nicht so gut hier mit dem Space. I'm not exactly sure where this is and what is going on. I should keep looking around. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, etwas ärgerlich, dass man direkt am Anfang das hat. Ja, gut. Ist wie gesagt Early Access, aber ärgerlich ist es trotzdem. Snacks. Fiberband, ja, das brauchen wir erstmal. Wir müssen uns ein bisschen heilen. Das hätten wir uns auch bauen können übrigens. Ein Kuscheltier. So, das könnten wir uns auch bauen.
Ein End? Alter, das will ich haben. Wie geil ist denn das? So eine Samurai-Rüstung aus Ameisenteilen. Na, das ist nice. Das möchte ich gerne haben. So kann das gehen. Materials. Woven Fiber. Haben wir noch nicht. Was brauchen wir dafür noch? Woven Fiber und Sprick. Sprick. Woven Fiber. So, wie gesagt, ich werde diesmal die Base auch an einer Stelle bauen, die etwas übersichtlicher ist. Whoa, it's a giant. Ich glaube, die haben ihre tote Kollegin da gesehen. Wir halten uns von dem Gebiet da erstmal ein bisschen fern, würde ich sagen. Erstmal ein bisschen fernhalten. Shit. Das ist nicht gut. So. Ich wollte schon sagen. Cool. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Oh, das sind auch diese Kriegsameisen, ne? Die Kriegerameisen. Ja. Also diese Wächterameisen nenne ich sie jetzt mal. Ja, nicht so gut jetzt, aber können wir eigentlich die Mauern auch ohne Dings bauen? Jo, können wir. Das ist ganz gut. Bauen wir uns hier mal Mauern hin. Aber vorher. Space. So. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das hier hinzubauen, aber ich mach's einfach mal. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz, hier alles hinzustellen. So. Sollte passen, auch wenn da jetzt eine Lücke drin ist, die doof aussieht. Darauf kann nichts mehr. Ja. So, da baue ich eine Tür hin. Die ich auch schon mal einfach hinstellen werde. Die nicht dazwischen passt. Schön. Shit. Das war so nicht geplant, Freunde. Das war so nicht geplant. Ah, shit. Gut, das können wir machen. Dann kann ich das hier abreißen. Und das hier abreißen. Gut. Das geht aber, dann passt das. So, hier ist dann unser Eingang. Ja, das wird schon. Hier wollte ich keine Türen machen, weil das sonst hier wieder so komisch aussieht. Ich weiß halt nicht, wie man da sonst durchkommt, ne? Oder wie gut man da durchkommt. Wo ist Wasser? Da. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal ein Stückchen trinken hier. Danach werden wir anfangen, schon mal ein bisschen Gras wegzuholzen. Wo war das jetzt? Ich werde jetzt auch mal nicht direkt zu dem Laser gehen. Ich meine, das können wir eh jetzt noch nicht machen. So. Natürlich liegt das andere jetzt oben. Dumm gelaufen. Ach ja, wir wollen uns ja verbinden hier noch, ne? So viel Heilung gibt das leider gar nicht. Auch nicht schlecht. Äh.
Ja. Das andere. Ja. Erstmal alles deine Mitte rein. Dann holt sich hier erstmal ein bisschen was ab. So, da ist noch, sind noch Pilze, die wir gleich essen können. So, erstmal reinhauen. Lawn Mite. Wir werden auch gleich weiter die Sachen hier geh weg, Ameise. Wir haben mit dem Tod deiner Kollegin vorhin nichts zu tun. Da, oh. Okay, die greift uns nicht an, aber ich will die jetzt auch nicht hitten. Sonst haben wir hier gleich die ganze Meute stehen. Da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Das überlebst du doch nicht, Mensch. Danke. Also hier will ich jetzt nicht unbedingt die großen Ameisen stehen haben. So. Speichere jetzt ziemlich oft. Ach guck mal, jetzt haben wir hier Autosaves. Kann also sein, dass die Autosaves einfach gelöscht wurden. Was natürlich noch ungeiler wäre, wenn die Saves auf einmal immer gelöscht werden. Ich sag mal so, wenn das jetzt nochmal passiert, dann würde ich warten, bis das gefixt wird, weil hat ja sonst nicht wirklich Sinn. Aber erstmal. Erstmal hoffen, dass es einfach nur eine Ausnahme war und wir hier noch ein bisschen halt einen neuen Anfang haben können dadurch. Ach, das ist die Tür. Ja, natürlich. Was brauchen wir hierfür noch? Woven Fiber und Sprig. Oh, Wasser. Ich habe nicht gesehen, dass es da was war. Ach, wir brauchen gar nicht gedrückt halten. Wir können halt auch. Geht einfach, glaube ich, schneller, wenn man schnell drückt. Eine Real-Life-Headcrab hier oder was? Sehen echt so ein bisschen so aus. Okay, die sind im Kampfmodus, aber anscheinend wegen dem Vieh da oben. Oh Gott, wie viele hier sind, Alter. Das war keine gute Idee, das hier direkt auf Lichtung zu bauen. Jetzt haben wir es gebaut, jetzt ist es halt so. Trotzdem wäre es wahrscheinlich geiler gewesen woanders.
Ich hab some food, Jung. Ah, schon gegessen hier ordentlich. So, da ist noch was. Ich vergesse es die ganze Zeit, aber jetzt haben wir sie allein da stehen. Nice. Fertig, unser kleines Fort. Dann werde ich da gleich als allererstes mal hier die unseren Schlafplatz reinpacken, das Marienkäfer. Ich werde als allererstes mal unseren Schlafplatz reinpacken. Und eine Werkbank natürlich. Auch wenn wir sie jetzt nicht unbedingt brauchen, aber ich finde, die gehört einfach dazu. Ach, das können wir auch nur in der Werkbank hier craften. Okay. Aber ich muss sagen, dafür lohnt es sich auf jeden Fall. ja, das ist einfach. Also das ist einfach eine fucking Samurai-Rüstung aus Ameisenteilen. Das ist einfach episch. Das ist geil. So, wir brauchen Dry Grass, Sprig Pebbled und. Oh, wo ist die Workbench? Ach, die haben wir noch gar nicht. Nein. Also wir brauchen hier so ein. Wie bist du hier reingekommen? Das Vieh tut mir ein bisschen leid. Ja. Bisschen. Wenn so ein ganzer Ameisenstamm hinter dir her ist, wahrscheinlich nicht so geil. So hätte es uns ergehen können, hätten die uns gesehen. Zum Glück haben sie uns nicht gesehen. Oh, hier haben wir auch noch Gras. Ach, nehmen wir einfach jetzt mal eins. Erstmal Sprig. Damit können wir wahrscheinlich jetzt gerade mehr anfangen. Gut. So. Bringen wir das mal zu unserer Hütte. Ich überlege hier auch noch so eine Mauer hinzumachen, dass die nicht direkt hier rein können. Aber ich glaube, das wird alles nur zubauen. So, jetzt können wir eine Werkbank bauen. Da ist sie. Wir brauchen noch 3 Sprig und noch Grass Planks haben wir. So. Sprig. Lasst mich in Ruhe. So, dann können wir hier was bauen, aber jetzt will ich erstmal. Können wir noch nicht bauen, shit. Dann erstmal das hier. Nochmal 4 Sprig, Drygrass und Pebblet. Oder Pebblet. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Sprig. Gleichzeitig können wir nochmal da zu dem Unterschlupf gehen. Oh. Es gab wirklich einen getrockneten Grashalm zu wenig, oder was? Na, hier haben wir noch.
So. Können wir auch mal analysieren, wenn es schon wieder geht. Jupp, einmal geht's. Einmal geht es. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, dann können wir auch erstmal wieder zu unserer Base. Ich glaube, ich werde hier auch einen Weg zu der anderen Basis hinbauen. Oh, jetzt können wir auch ein. Jetzt können wir es bauen. Dafür brauchen wir diese Leaves, okay. Ach ja, und? Das will ich schon gerne am Anfang haben. Das werden wir uns jetzt hier am Anfang mal echt so an den Eingang stellen. In der Hoffnung, dass da nicht so viel kommt. So. Können wir ein bisschen Essen kriegen? Ha, ich komme nicht mehr rein. Pech gehabt. Geht doch weg. Oh. Jetzt habe ich Marienkäfer hier drin. Schlimm. Junge. So, wo baue ich das Ding hin? Ja, nicht direkt ins Wasser. Ich meine, wäre wahrscheinlich fürs Spiel egal, aber ich will auch ein bisschen Ästhetik hier reinbringen. Ah, komm, für den Anfang reicht es erstmal. So. Lass mal ein bisschen köcheln. Ich hoffe, die verbrennen nicht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hoffe aber einfach nicht. Und ich hoffe, die buggen sich nicht irgendwann da rein. So wie sie sich jetzt gerade hier so ein bisschen... Ja. Das wäre hier diese Headcrabs in real life. Machst du meine Wände kaputt, muss ich dich angreifen. Ne? Geh doch weg. Geh doch weg. So, jetzt haben wir mal eine Plank Pallet. Das baue ich natürlich gerne wieder. Alter, das ist ja alles so uneben. So. Ja, bauen wir hier hin. Aber erstmal baue ich das hier zu Ende. Speichern. Ihr wisst Bescheid. Man kann es anscheinend auch nicht überschreiben. Er speichert einfach immer was Neues. Das wäre auch noch so ein Ansatz, wo die drauf gehen müssten. So, was brauche ich dann noch? Fiber kann ich ja machen. So, Dry Grass Chunk und Pebblet. Ja, die könnte ich ja noch nicht wegtun. Er greift aber nicht mich an. Wen greift er da an? Ach, den anderen Marienkäfer. Tja, der ist mal nicht in meine Base gelaufen, Digga. Aber den müssen wir noch rauskriegen. Mann! Warum verirrt sich das Vieh auch in meine Base? Das gibt's doch nicht. Geh weg. Er bringt halt auch nichts, ne? Wenn wir das jetzt aufmachen, bevor wir die Tür richtig haben, dann wird sich das nächste Vieh hier drin verirren. So. Pebblet. Oder Pebblet. Brauchen wir jetzt, so, haben wir hier ganz viel, schön.
Der alte Marienkäfer, hör mal. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der hier drin ist, wenn wir schlafen wollen. Könntest du jetzt mal bitte da weggehen? Okay, er hat sich rausgebackt. Dankeschön. Hoffentlich backen die sich nicht rein, aber wenn sie sich rausbacken, ist das in Ordnung. Dann stört mich das nicht. Dann ist mir das egal. So, mal ein bisschen Essen hier noch. Erstmal die Pilze wegkloppen. So. Ja, morgens haben wir hier auch so ein bisschen Tau und sowas, ist dann auch gut. Machen wir erstmal das. Ich meine, dieses Ameisenzeug, das ist geil, aber das, ich will mich noch nicht mit den Ameisen anlegen. Wir sind noch ein bisschen low-leveled dafür. So, Gasmaske. Ich habe, glaube ich, in einem Trailer war das. Oder in einem Gameplay-Ausschnitt. Ich habe nicht viele geguckt, weil ich mich nicht spoilern wollte. Ich hatte nur mal reingeguckt, ob mir das Spiel so gefällt oder nicht. Und es gefiel mir halt schon von Anfang an ganz gut. Und es sieht auch geil aus, muss man sagen. Und ich meine, der Fehler, der ist ärgerlich. Wenn er jetzt öfter auftritt, muss man warten, bis der gefixt ist. Weil so macht es halt keinen Spaß. Aber ansonsten... Für Beatlocks, das werden wir erstmal konstruieren. So. Ah, Fibern brauchen wir noch. Was gab das nochmal? Ah, Plant Fiber, ja, gut. Deswegen hatte ich da auch so viel letztes Mal von, weil ich die Kacke immer mit abgedonnert habe am Ende. So. Tun wir da erstmal rein. Das hier. Das. Ach, guck mal, mit rechts können wir auch klicken. Packen wir erstmal rein. Base Building brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Das haben wir auch. Dekor. Stimmt, die Lampe war's. Aber die können wir jetzt im Moment nicht bauen. Schade. Wir können also nicht aus unserer Storage Box hier drauf zugreifen. Okay. Das könnten sie auch fixen, dass wenn die Storage Box halt in einem gewissen Abstand um die Workbench steht, dass man darauf zugreifen kann. Das wäre ziemlich geil. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht so, ne, völlig erleichternd oder so. Es ist einfach, wenn die daneben steht, finde ich, sollte man das Zeug daraus auch benutzen können. Dann greift man da einfach in echt, würde man da auch einfach reingreifen, die Scheiße nehmen. Um es mal plump zu sagen, ne? So, können wir schon uns hinlegen. Noch nicht, aber jetzt sofort. So. Okay, das ändert sich auch halt noch nicht, wenn man drin ist. Da ist noch ein bisschen was zu tun. Sag mal, aber ne, ist halt auch Essen. So. Es muss man jetzt auch mal zugeben. Es ist halt auch, wie es beschrieben wird, Early Access. Oh. Ah, shit. Also okay, auch wenn wir sie kochen, sobald man schläft, verrottet das Zeug. Nicht gut. Aber gut, dann weiß ich es jetzt. So. Oh, hier ist noch Gras. Wir brauchen aber was zu süppeln gleich. Ich hoffe auf... Morgentau. Ob es
Sieht aber gerade schlecht aus. Nicht gut. Boah, ist aber echt nicht so geil. Oh, eine Blattlaus. Wo? Ich will jetzt erstmal gucken, wo hier ein bisschen was zu trinken an der Bäume. Ach, an der Bäume. An der Blätter hängt. So. Perfekt. Er geht da hoch. Hä? Dann machen wir ihn hier fertig. Wo ist die Blattlaus? Oh. Da können wir Auge brauchen. Da können wir uns gleich mal ein bisschen Rüstung herstellen. Ja, wo ist denn dieses Blatt? Da ist sie. Komm her, du kleine grüne Sausage. So, haben wir. Ah, schon wieder Marienkäfer. Aber die sind ja nicht böse, solange wir sie nicht angreifen. Das ist dann wieder in Ordnung. Das ist dann wieder in Ordnung. Continue. Is that Nat drunk or something? It's coming right at me. Okay. Du bist ja völlig wahnsinnig. Aber wir haben ein bisschen was für den Grill. Das ist gut. Dann lassen wir uns die Pilze, weil die Pilze werden anscheinend nicht schlecht. Zumindest nicht sofort. Wir haben ja noch einen. Das ist auch nicht so gut. Nein, ich will es auch nicht kaputt machen. So, tun wir mal hier rein. Das dauert mega lange, wenn man hier so reintut, Alter. So. Dann können wir mal direkt reinhauen. Ja, Resources haben wir auch ein bisschen was. Hey. Ich meine, Fliegen sind selbst in dem Game hier nervig. Junge. Dämliche Fliege. So, was haben wir hier noch? Stuffed Mite. Ja. Fuzzy and Gross. Gross. So, Stuffed Gnat. Gnat. Ich hab keine Ahnung. Können wir uns hier so ein paar Sachen craften? Ja. Ausgestopftes Viehzeug. Brauche ich jetzt noch nicht unbedingt. A variable weevil face that filters hazardous haze. Das sieht schon brutal aus eigentlich, ne? Ein bisschen abseits vom Kinderspiel. So. Das kann ich auch noch nicht bauen. Wohl, doch. Mach ich einfach mal. Mache ich einfach mal. So. Ach so. Ja, das ist das geröstete Zeug, was wir gemacht haben. Was brauchen wir für den Poncho? Da brauchen wir noch ein bisschen mehr für. Könnten wir uns aber alles machen. Aber erstmal bleiben wir bei dem, was wir jetzt hier gerade haben. Wir haben jetzt sogar Wasser in der Basis, das ist gut.
Es ist zwar dreckiges Wasser, aber besser als nichts. Ich weiß gar nicht, vielleicht gehen die Pfützen ja auch leer. So, ich werde übrigens speichern. Wer sich fragt, warum ich so oft speichere, ich speichere so oft, weil mir das Spiel gerade abgeschissen ist und nicht gespeichert hat. Das fällt doch safe in die Gülle. Ja. Toll. Aha. Ich sehe dich. Nein. Boah, hast du Glück gehabt. Wow, what is that? Ja, das hatten wir beim ersten Mal schon gefunden. Ich werde die Aufnahmen splitten. Ich werde immer den ersten Teil machen, bevor es abgebrochen ist, und dann den zweiten Teil. Und wenn das nochmal abbrechen sollte, wie gesagt, dann will ich es auch nochmal hochladen, weil es ja auch nochmal eine neue Erfahrung, aber dann war es das damit auch erstmal. Bis der Bug behoben ist, natürlich. So. Hä? Ach, Chlor, ja, okay. Warum ist ja eigentlich alles so dreckig, das Wasser? Dass man krank wird, wenn man so ein bisschen Dreckwasser säuft. Da gibt es meines Erachtens schlimmere Sachen. So, das haben wir alles. Manche gehen auch nicht. Manche kann man nicht analysieren. Da hinten. Oh, hier waren schon Ameisen oder so dran. Tastes good. Nice. Oh, hier ist vertrocknet. Also, soweit ich weiß, ist es wohl ein festes Gebiet. Also jetzt nicht irgendwie zufallsgeneriert, sondern soll schon fest sein. Also soll schon was sein, was immer so ist, wie es ist. Und ich meine, das bestätigt sich jetzt hier gerade, weil als ich neu angefangen habe, hatten wir die gleichen Sachen nochmal. Ach nee, warte mal, ich wollte das ja... Ich wollte ja hier... Oh, Fiber brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Komm, hau ich ein paar Grashalme weg. Oder hier. Perfekt. Den dritten haut er irgendwie von alleine. Da haut er einfach zu. Komisch. So. Das, was wollen wir da für Fiber? 3 Stück, kriegen wir die zusammen? Oh, jo, kriegen wir noch. So. Können wir ja ein bisschen equippen. Ich mal ein bisschen sortieren. So. Ach nee, das ist ja die Storage Box. Da soll ja eigentlich alles rein. Was wir gerade nicht brauchen. Ich glaube, den Spoil-Mist, den werden wir einfach irgendwo hin gleich. Man kann es noch für was anderes benutzen, steht da, aber ich weiß nicht für was. Deswegen brauche ich es jetzt erstmal nicht. Oh, warte mal, wir können es auch analysieren. Ich werde es auch irgendwo dahin werfen. Weit weg von unserer Base. Aber... Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert. Investigate the mysterious machine. Ich weiß, da kann man einen Knopf drücken und alles. Werden wir noch alles machen, aber nicht jetzt. Okay, das können wir nicht machen.
Achso, das können wir einfach trashen, dann werfen wir es nirgendwo hin. Ja, das ist auch gut. So noch besser. Aber wenn ich nicht genau weiß, was er damit macht, wo er es verschwinden lässt. Ich fände es besser, wenn man es nur droppen könnte. Aber gut, ist jetzt auch Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich wollte mir eine neue Axt bauen. Pebble, Woven Fiber und Sprick. Wie viel haben wir? So, Pebble. Weiß nicht mehr, wie viele. Ich nehme das mit und davon brauchen wir, glaube ich, alle. Ja, shit. Auch reicht. Ha. Perfekt. Was kann ich hier mitmachen? Können die auch reparieren, aber ich weiß nicht. Mit einem. Ach nee, Quad. Quadzeit. Das habe ich noch gar nicht gefunden, Alter. Ja. Das gibt auch nicht alles, ne? Das, so ein bisschen reparieren. Nee. Also ich weiß nicht, ob es alles repariert oder ein bisschen, aber ich habe da sowas noch nicht gefunden, deswegen. Bleiben wir erstmal bei dem, was wir haben. Was können wir denn als nächstes mal bauen, was nützlich wäre? Stufe 2 von irgendwas wäre ganz gut. Zum Beispiel hiervon. Ich weiß aber nicht, wie man die aufstuft. Werden wir noch rausfinden. So. Hey. Wenn wir uns mal ein bisschen umgucken hier, würde ich sagen. Was die Gebiete hier so zu geben haben. Oder was wir hier noch finden. Ein Pebble, ne, könnten wir noch machen. Vielleicht kriegen wir dann hier auch noch andere Sachen raus. Ja, das ist eine Idee. Dies ist eine Idee. So. Können wir ein bisschen lagern. Was brauchen wir denn dafür? Das habe ich. Das wird knapp. Das habe ich nämlich nicht. Und Sprick habe ich, glaube ich, sogar auch noch. Aber ich sammle noch ein bisschen was. Na komm, haben wir hier mal wieder so ein Ding weg. Ich wollte gerade sagen, Junge, mach kaputt. Ach nein. So. Das müssten wir eigentlich noch haben. Ich save nochmal. Das ist jetzt nämlich gerade so der Moment, wo mir das letzte Mal abgeschmiert ist. So die Zeit. Was natürlich nichts zu heißen hat, aber trotzdem. Dann geht es mir besser, wenn ich das gesaved habe. Sprick, okay. Sammeln wir mal noch einen. Ah, ich meine, so viel, ne? Wird schlecht werden, bis wenn wir das bis zum nächsten Tag aufbewahren. Ist ja auch blöd. Ist ja auch blöd. Nee, warum sollen wir das da mitnehmen? Boah, ich dachte mich, ich habe mich jetzt festgebackt. Alter. Wäre ja mal durchgedreht. Aber jawohl, wir hätten uns einfach rausschlagen können. Trotzdem ärgerlich gewesen. Wäre es ärgerlich gewesen. Ein bisschen um uns zu verteidigen. Noch eine Funktion, wo man alle auf einmal wegpacken könnte, wäre noch gut. Ich weiß nicht, kann man das? Ich guck mal. Ne. Wir haben ein paar Tastenkombis angewendet, die man auch so normalerweise mal macht, aber geht leider nicht. Gucken, was uns jetzt die Steine hier geben. Der nicht.
Aber der. Okay, das gibt halt nur Pablets, ja. Irgendwie so. Ist jetzt nicht so das Wahre. Ist das hier? Da, ach, Clay, dafür müssen wir buddeln. Können wir auch schon eine Schaufel machen. Dann lassen wir das erstmal drin. Wie viel brauchen wir für eine Schaufel? Eine Schaufel können wir noch gar nicht machen. Schön. Was könnte ich noch? Ich weiß nicht, ob ich hier schon alles analysiert hatte. Kann man das sehen? Analyse ist. Ist das schon jetzt analysiert oder müssen wir das analysieren? Also steht, dass es schon ist, aber. Ja, es ist schon. Gut, hätte ja sein können. Hätte ja sein können, ne? Na gut. Grubhide, ah ja. Das brauchen wir alles noch nicht. Den erkunden wir mal erstmal wieder. Dann finden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was, was wir hier noch so craften können. Ist ja eh immer, ne? Am Anfang ist es noch relativ... da weiß man nicht, was man machen soll. Und so am Ende, dann wird es halt mehr. Aber es ist halt auch noch Early Access. Deswegen weiß ich nicht, wie... Also das ist... Wie heißt das nochmal? Das heißt nicht Early Access. Das ist dieses Xbox... Die Early Access Xbox-Version. So. Da muss man halt immer gucken. Hier ist Dry Grass, ne? Ist alles Dry Grass? Oh. Okay, ist irgendwie das Gebiet von denen. Der Speer ist klasse, ey. Ach, verdammt. Ich weiß, dass ich Attacken blockieren kann. Nerv mich nicht. Ja, das ist der Haufen von denen. Da will ich jetzt noch nicht rein. Weil zu viele werden mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Schaden machen können. Da ist eine Spinne. Also zumindest ein Spinnennetz. Und, das weiß ich halt, dass die Spinnen, schon ein bisschen fieser sind. Und deswegen... werde ich noch nicht zu den Spinnen gehen. Da oben. Ach, verdammt. Hier hängt alles in der Luft. Warum? Warum? Auf dem größten Anfangsgebiet hier. Das habe ich, glaube ich, alles schon analysiert. Ich muss mal gucken. Also es ist nur 10 stackbar, okay. Stimmt, das war gerade auch so. Guck mal, wir können uns Kuscheltiere machen. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier?
Haus. Brauchen wir noch nicht. Von der Common Grub. Okay, wissen wir noch nicht, wo wir das drin haben. Oh, können wir denn irgendwie sehen hier? Ach, das wollte ich doch gar nicht da. Hier kann man noch nicht sehen, ob es analysiert ist, ne? Nö. Ach, Vetotech. Oh, what? Ah, okay. Unanalyzed. Da müssen wir noch. Das andere ist alles analyzed, was wir analysieren konnten. Toll. Ach so, okay. Können wir halt so customisieren, denke ich mal, dass wir sehen können, was da drin ist, wie unsere Aufteilung ist. Das wollte ich nicht. Egal. Dann werden wir mal die Ameisenparts nochmal da reinballern. Und uns ein Stofftier gleich machen. Ja. Ein kleines süßes Stofftier. So eine kleine Blattlaus. So, Chair und Ant Club. Ah, okay. Safe. The SCAB is a cutting-edge biomonitoring scanner bracelet system and a familiar wristwatch from Factor. The device appears to also send and receive FM stereo signals. Okay. Quests. Ja, the mysterious mission. Ach, wir haben eine Map. Ja gut. Das sollte man sollte sich das vielleicht einfach immer alles angucken. Das ist die mysteriöse Maschine, Baseball, Ice Caps, Mint Container. Die Field Station. Da ist noch was. Oder ist das nur der Koffer? Könnte der Koffer sein, würde ich sagen. Okay, das ist das Anfangsgebiet also. Hier ist das Haus dann, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles hier erkunden können. Keine Ahnung. Wäre natürlich nice, ne? Also muss man schon sagen. Weil das wäre hier auch groß, aber... Ah, für ein Survival-Spiel würde ich mir schon halt ein bisschen mehr wünschen, wenn ich ehrlich bin. Ich muss was trinken, okay. So. Na, das ist der Koffer. So. Ja. Also doch kein Stofftier für uns, weil wir müssen das Vieh kochen. Wir müssen es kochen. Das auch. Ne, das, obwohl das nicht eins reicht. Dann können wir mal gucken, dass wir hier ein neues gleich finden. Dann machen wir uns das nächste Mal, also am nächsten Tag. Ach, Moment, kann ich ja so verzehren einfach. Mama, am nächsten Tag uns was fertig hier. Kleines Stofftier. Ich will jetzt wissen, wie kann man denn Level 2 und so machen? Oder levelt der von alleine? Wir haben 240 RS. Keine Ahnung. Raw Science, like a stem cell for physics.
Captain Knight. Ah, okay, es ist halt nur so. Gut. Fragt bitte nicht wegen dem Namen. Ich sag mal so, ich habe den PC, den ich habe, zu einer Adresse hinliefern lassen, die, wo ich wusste, da ist jemand, wenn der kommt. Und dann wurde der Name einfach eingetragen für den PC. Lustige Geschichte, mich stört das nicht. Aber trotzdem. Ach, guck mal. Wir haben zwei. Ich weiß nicht warum. Wir haben aber jetzt zwei. Ach, der hat das gerade gefressen. Wahrscheinlich. Spoilt Zeug hier wieder. So, das werden wir mal mitnehmen. Ey, wir können sogar zwei machen. Wir können so. Ah, guck mal, wir machen beides. So, das haben wir mal gecraftet. So, und dann werden wir noch die. Moment, machen wir so. Gut. Ach. Das ist ja niedlich. Tun wir erstmal unter unsere Workbench. Haben wir zwei? Ach, nein. Doof. Eins. Eins, was wir direkt herstellen konnten. So, und eins von den hässlichen Viechern hier. The Head Crab. Können wir schon pennen gehen? Ne, immer nochmal 5 Minuten hier. Ey. Jedes Mal um 19.55 Uhr da. Läuft. End Club. Meaty and like perfect for beatings. Okay. Boah, Junge, ich kriege hier einen halben Herzinfarkt, Mann. Da kommt einfach so eine fucking Spinne. Wenn die hier reinkommt, bin ich Geschichte. Oh, fick mein Leben, Mann. Ich muss weg. Boah, ich muss aber schon sagen, das ist schon ekelhaft, wie die aussieht, Alter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, Alter, aber das gibt schon so einen leichten Ekel. Das gibt schon so einen leichten Ekel, Alter. Boah, warum findet uns das Vieh? Mann. Jetzt gucke ich mir erstmal hier um, ob ich irgendwo eine Spinne sehe, Alter. Ja, okay. Ja, man muss schon sagen, die ist schon eklig. Die ist schon echt widerlich. Bah. So, Clover Leaf und Spring. Das ist jetzt hier nicht sicher. Aber besser als nix. Wo waren hier die Clover Leaves? Da. Gut. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht verrecken. So. Gucken, ob das nette Spinnchen weg ist.
Natürlich nicht. Oh, fuck my life, Mann, die kommt auch noch nach hier hin. Oh, oh, weg. Where are you off to, Aunt? Junge. Anscheinend war die Base dort vielleicht nicht so die richtige Idee. Eieiei. Ich will jetzt aber einfach einmal zurück zur Base. Ich hoffe, ohne dass uns dieses Vieh entgegenkommt. Boah, die sind aber schon groß, Alter. Das ist schon verdammt ekelhaft. Hey there, buddy. Zieht ab. Wir müssen trinken und so holen, ne? Ja. Ein bisschen Futter. I don't want any trouble, Aunt. Hey there, buddy. Haben wir morgen? Ciao. Oh, Junge, ey, die Alter, mit der Spinne habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ey. Boah, sind die groß, Junge. Also schon, ja. Leute mit Arachnophobie. Also gut, dass es die Einstellung gibt für die Leute, weil ich glaube, wer da wirklich Schiss vor hat, vor Spinnen und so, ich glaube, der wird schon hardcore sich einmal in die Hose kacken, wenn die kommen. Weil die sind schon. Boah. Ah. Gucken, ob wir irgendwas sehen. So ein bisschen Morgentau wäre mal schön. Aber natürlich haben wir das auch nicht. So, aber jetzt weiß ich, was in der Nacht kommen kann. Und wir müssen auf jeden Fall trinken, deswegen werde ich mir jetzt so ein Ding rösten. Oh, wie jetzt sind wir hier? Wo die Spinne gerade noch war. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Hier hängt nirgends so ein Tropfen, ne? Man sieht es halt auch nicht so gut. Okay, das ist cool. Nein, das war nicht so cool. Da ist das Haus. Da würde ich auch mal gern hin, aber erstmal muss ich jetzt was süppeln. Oh, ich brauche Essen. Oh, shit. Bitte, liebe Spinnies, bleibt, wo ihr seid. So. Die geben mir echt Fettessen zurück. So. Alles gut. Chair. Also mit diesen Spinnensachen kann man viel machen. Ach, mit den Ameisenklamotten kann man viel machen. Das ist gut. So, das nehmen wir mit. Das brauchen wir alles nicht abgeben.
Gut, da habe ich jetzt einmal so eine kleine Situation gehabt, Alter. Wo ich jetzt zweifle, ob ich hier weitergehen soll oder nicht. Die Spinne war schon fett eklig. Alter, wie groß die ist, Junge. Digga, die war... Digga, die ist so groß wie eine Hand, wenn du mal so überlegst, ey. Was ist das für eine Spinne, Mann? Das ist doch keine normale Spinne. Widerlich. Gehen wir mal in die Richtung. Ich will mal gucken, was bei uns am Haus ist. Die Little Headcrabs lassen wir jetzt einfach mal. Oh, hier sind wir bei dem Ding. Ja, gut. Die müssen wir wahrscheinlich auch davon befreien oder wegmachen, dass wir da den Laser nutzen können für irgendwas. Ach, Junge, ey. Mir kribbelt's hier überall, Mann. Hier. Oh, eine Dose Coke oder so, ne? Ne, Farbe ist das. Alter. Geil. Okay, wir sind jetzt am Haus. Gut. Was ist das denn für Käfer da hinten? Nee, dem will ich nicht begegnen. Noch nicht. Noch nicht. Ja, ich weiß, die hassen mich. Es sieht schon echt gut aus. Muss man wirklich mal so sagen, es sieht schon verdammt geil aus. Ich bin übrigens ehrlich, wenn ich das hier überleben würde an der Stelle vom Hauptcharakter hier, ich würde einfach instant den ganzen Garten verbrennen, einfach. Instant. Fuck. Runtergefallen. Thistle plant. Oh. Das schadet uns. Machen wir der Pflanze eigentlich Schaden? Ich glaube nicht, ne? Das bringt nichts. Das heißt, wir könnten was abrupfen, wenn wir da hochklettern oder so, aber das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Gut, gucken wir halt weiter.
was wir hier so machen können, ne? Und ich hoffe, ich treffe immer noch nicht auf... Ach ja, diese Spinnen, die waren so eklig. Wir hauen uns hier mal eine Blattlaus rein. Weggesnackt. Nice. Spinne. Da ist ein Grashalm. Ja, die hat unsere Wände nicht kaputt gemacht. Das finde ich ganz gut. Wenn ich ehrlich bin. Habe jetzt eigentlich mit gerechnet, dass sie vielleicht die Wand fertig macht. So, kann ja noch kommen, ne? Könnt ihr vielleicht noch kommen. Ja. Oh. Ich weiß mir nicht, was man damit machen kann. Wir werden es aber gleich rausfinden. Habe ich das jetzt da reingetan? Ja, gut. Ich bin blöd. Wir warten noch, bis sie gekocht ist, dann gehen wir weiter. Okay, ich sehe aber gerade, das ganze Ding nimmt Schaden. Immer mal wieder. Gut, passiert halt, ne? Irgendwas muss es ja sein. Was ist das denn hier? Ach, das ist das, was wir sehen, ne? So richtig weit hinten. Ja, gut. Ja, gut. Spike Trip. Das klingt doch gut, dass wir uns damit erstmal unsere Bude hier ein bisschen saven können, oder? Oh. Pilze haben neue Pilze bekommen. Geil. Traps, Spike Trap. Ah, Wheat Stem. Ne, Wheat Stem brauchen wir dafür auch. Fuck. Ja, ich muss gucken, wie wir das hier verbessern können. Oder müssen wir die Scheiße so lange behalten und immer wieder fertig machen, bis wir Level 2 haben oder was? Keine Ahnung. Ah, ich habe noch nicht das Zeug dafür gefunden, dieses Quartice. Ne, wie hieß das nochmal? Quarzite. Also Quarz wahrscheinlich, irgendwie sowas. Wie, na, aber eigentlich nicht. Wie kann man die aufwerten? Und das kommt dann nach der Zeit. Gute Frage, nächste Frage, ne? Hallo. Wir hacken hier einfach mal ein bisschen was klein. Vielleicht schalten wir es ja so frei irgendwie, keine Ahnung. Das Setting, muss ich sagen, gefällt mir gut. Es ist nur ziemlich ruhig gerade.
Okay. Bräuchten noch so ein Ding. Ja. Oder wir werfen es einfach erstmal hier hin. Sollen sich der Viecher doch bedienen. Moment. Sieht das scheiße aus. Ah, Blattlaus-Clocks. Sexy. Pluspunkt, man sieht sie auch, wenn man runterguckt. Dich greife ich nicht an. Na gut. Dann müssen wir das hier wahrscheinlich machen. Damit wir weiterkommen. Besser als nix. Verdammte Scheiße, nicht schon wieder das Vieh. Nein! Das ist nicht gut. Boah, die Viecher sind so widerlich. Uff. Hässliche Spinnenpack. Boah, nicht schon wieder so das Vieh. Ich kotz gleich.
Boah, die Spinnen sind schon hart eklig hier drin, ey. Wo sind wir? Da. Bah. Spinnen. Kein unterm Schreibtisch, gut. Nee. Da, perfekt. Moment. Hey there, buddy. Hm.
Gut. Slime Mold Torch. Okay. A torch like stalk from a cluster of molds should be able to light your way for a short time. Okay. Finde ich aber unsere besser. Die finde ich aber unsere besser. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, gehen wir erstmal die Sachen untersuchen, ne? Ach ne, Moment. Moment, wo ist es? Da. Was brauche ich dafür? 4 Clover Leaf und Fiber. Ja. Fiber wird schwer. Beides wird schwer, shit. Sheet. Dew Collector. Oh, das ist nice. Das ist geil. Ja, gut, gleich kommt wieder die Spinne, wa? Ich sehe es doch schon wieder. Die ist doch bestimmt schon wieder hier irgendwo in der Nähe. Das Viech. Ah, shit. Können wir gar nicht einlagern, wir haben schon genug Shit. Oh, die Torch brennt aber zügig ab. Na gut. Ah, oh, Weedstem. Fuck. Spider Silk. Nein, da muss ich auch noch holen. Oh, das wird eklig. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. Das wird eklig.
shit. Das herstellen. Ja gut. Oh. So. I don't want to understate this, but this is bad. Nein, komm her. Wo ist er? Joa, das Spiel ist lustig. Wasser ist mau. Shit. Ach, geh doch. Na, geh doch. So. Das ist ein bisschen weit weg. Na gut. Take that, Vampire. You know, bugs and spiders and stuff. Hau erstmal daneben, Junge. Sehr gut. Oh. Scap Scheme. Üff. Ja, mach ich mal so. Nehmen wir mal so. Oh, verdammt.
Kann man nicht repairen, okay. Wäre komisch gewesen. Aber ihn. Describe how terrible this tastes. It's no women crime, but it's better than nothing. This out. Totally safe, not at all sketchy, hole in the ground. All right, Shadows. What you got now? Oh, nee. Im Leben nicht. Oh, hier sind auch Spinnenweben. Spinnen. Ha, ihr büßt für die Taten eurer großen bösen Viecher. Boah, hier ist ja eine richtige Spinnengegend, Alter. Das war ungeil. Das ist aber ungeil. Können wir irgendwas mit machen? Nö. Schade. I'm not picky. Hier müssen wir zurück. Ein bisschen was zu essen machen, wa? Und mal hier das inspizieren, was wir. Wir haben Spider Silk. Nice! Oh,
Eisenspinnenweben, nein. Ameisen. Ameisen sind gut. Die tun uns nichts. Erstmal. Da. Da müssen wir hin. Wo ist es? Ich sehe es nicht. Hä? Ach, hier. Na, doof. Basketballhub. What? Wofür? Wofür brauchen wir das denn jetzt? Ah, oh, cool. Vielleicht so Minigame-mäßig oder so. Wäre irgendwie lustig, ne? Wäre ja lustig. Sinnlos, aber lustig. So, jetzt können wir das hier bauen, ne? Wo ist es? Da war es, das hier. Das können wir noch nicht bauen. Shit happens. Wir brauchen noch ein Spider Silk. Quartize nehmen wir schon mal raus. Ach, haben wir genug von gesammelt. So. Ach, das. Nein, das wollte ich nicht. Diesen Honigmist packen wir auch mal weg. Nee, passt doch noch da rein, oder? Ne, passt da nicht. Ah. Shit happens. Oh, jo, stimmt. Shit. Das können wir aber machen. Warum liegt das hier einfach rum? Hä? Ach, der... Der hat einfach alles rausgeholt. Warum? Warum macht er sowas? Das war jetzt nicht so smart, würde ich sagen. Ich habe, glaube ich, nicht mal W gedrückt. Verdammt. So rum war's. Ja gut. Woven Fiber. Reed Stem. Ja, wie denn? Wir haben noch keine verbesserte Axt hier. Tja. Du bist weg. So. Wir könnten aber mal die Basis etwas ausbauen, finde ich. Haben ein Karussell gebaut, das ist auch was Schönes. So. Ah, das soll erstmal reichen.
Bauen wir einfach einmal rum, dass hier die Viecher nicht mehr so leicht rein können. Bis wir die Woodstems bauen können. Joa. Oh, bevor ich es vergesse. Saven. So, ist ein anderer. Ah, okay. Another save in progress. Ja, ein paar Mal zu oft, glaube ich, jetzt hier. Den Spielstand hier gesaved. Löschen wir mal weg. Nee. So. Ist jetzt auch besser, wenn die Spinnen kommen. Dann können wir nämlich einfach die hier austricksen. Perfekt. Dann haben wir noch so eine kleine Blockade, wo wir zwar rüberspringen können, aber die können es nicht. Sehr gut. Sehr gut. Also selbst die Spinne kam da gerade nicht rüber, als sie uns angegriffen hatte. Was schon mal ein Vorteil ist. Trotzdem brauchen wir noch die Axtstufe 2. So. Können wir mal gucken, was man hier noch so machen kann mit der Wand. Ich glaube, ich baue hier einmal so ein Ding rundherum, so eine Spirale. Und hofft dann einfach, dass die nicht so schnell hier reinkommen. Alter, die... What? Die plündern meine Dinger hier. Ey, ihr seid ja wohl des Wahnsinns. Genau für sowas. Ey, Alter, guckt euch das an. Was die hier mitgehen lassen. Jetzt verstehe ich auch, wo meine Sachen hin sind. Digga. Drecksameisen. Lass das. Ja, Alter, die plündern hier einfach alles. Gucken, kann ich da noch eine Wand hinbauen? So. Die will ich jetzt noch fertig haben, die Wand. Damit die Ameisen hier nicht mehr so leicht rein können. Geht weg. Geht weg. Genau, haut schön ab. Klaut woanders, Alter. Scheiß Ameisen. Sobald wir groß sind, erstmal hier Ameisenvernichtungsmittel rein in den Garten.
So. Warte mal, hier können... Ne, hier ist fertig. Geil. Nice. Jetzt können sie hier nicht mehr so leicht dran. Jetzt können wir uns hier so ein bisschen reinstellen. Das ist schon mies, dass die hier klauen, Alter. Das ist schon richtig mies, ey. Ich glaube, ich werde hier auch erstmal eine Wand einfach so hinsetzen, dass die hier nicht rein können. Ja, das war vielleicht nicht so gut. Craft, eine Wand, eine Wall. So. Holen wir uns jetzt mal ein paar Sachen. Weil wir können da eh noch rausspringen. Die nicht. Voll fies, ey. Dass die dir so Sachen abziehen. Mega mies, Alter. Klauenden Ameisenviecher. Junge. Haut ab. Hier nicht mehr. Vorteilhaft. So. Ja, wir können hier noch rüber. Das ist gut. Können wir erstmal so lassen. Gibt ein wenig das Gefühl der Sicherheit. Oh, Drygrass Chunk. Ich sehe schon kommen, dass sie das hier alles angreifen werden, aber okay. So ist das Game, ne? So ist das Game. Ja, müssen wir uns halt drauf vorbereiten. Ein paar Spike fallen und so hier hin ballern. Da brauchen wir noch ein bisschen. 40 Ingame-Minuten noch. Bis wir wieder pennen können. Oh, wir brauchen unbedingt ein bisschen was zu süppeln. Beziehungsweise was zu essen. Habe ich denn noch irgendwas? Ach, guck mal hier. Yuck. Gross. Oh. So ist das doch perfekt. Ach ja, das habe ich ja nochmal extra eingepackt. So muss das sein. Alter, aber die Ameisen, wie sie dich beklauen, Alter. Boah, ist ja mega mies, ey. Was kann man hiermit eigentlich machen? Ah, guck mal. Hä, ist da ein Pfeil drin? Geil. Na gut, mal gucken, was man damit so machen kann. I don't know about the rest of you, but I'm a cheat. So, keine da. Hier wurde anscheinend noch nichts angegriffen, das ist gut. Ich möchte unbedingt jetzt hier die
Stufe 2 Axt haben, ne? So. Also die Stufe 2 Axt wird mir schon echt schmecken. Ach, das ist der einzige Grund, warum der Laser nicht da durchkommt, oder was? Oh Gott. Oh Gott, ist das blöd. Oh Gott, wir können es aktivieren. Oh. Guck mal, da gibt es auch so einen kleinen Teich und sowas, ne? Können wir jetzt auch stärkere Sachen craften? Nein. Müssen wir nach da, ne? Was haben wir denn bei? Ah, nichts, was wir nicht verlieren könnten, ne? Trinken bräuchten wir aber ein bisschen was. Ach, guck mal, da. Guck mal hier. So. Essen haben wir noch ein paar Pilze. Die sollen schon mal ausreichen. So, nice. Jetzt kommen wir zum Oak Tree. Oh, guck mal da. Oh, ein Vogelhäuschen. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Oh. Ameisen. Ein Ameisenhaufen, das ist nicht so gut. Vermutlich wollen die uns jetzt nicht... Also vermutlich wollen die uns am Kragen, wenn sie sehen, dass wir bei denen am Ameisenhügel sind. Ein bisschen Abstand halten, wa? Ein bisschen Abstand halten. Verdammt. Ja, ich will hier vorsichtig sein, weil das ist mir alles nicht so geheuer. Das ist übrigens der Ameisenbau wahrscheinlich. Obwohl, das sind ziemlich wenig dafür, ne? Boah, das ist aber... Man muss schon sagen, das ist wirklich, wirklich, wirklich eine schöne Aussicht. Das haben die wirklich gut umgesetzt. Hä? Was war das? Ich hab Schiss, dass ich hier nicht wieder hochkomme. Naja, gut. Okay. Hier sind auch wieder diese Erdhügel-Dinger, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Ich will es jetzt gerade auch nicht herausfinden. Deswegen werden wir mal wieder hier hochgehen. Aber wir haben wieder neue Sachen hier gefunden. Oh, was ist... Ich komme hier nicht so leicht hoch wieder, ne? Egal. Ach, guck mal, Klapp. Klamp. Oh, wofür braucht man das nochmal? Mal gucken gleich. Ach, das ist das. Oh Gott. Hätte ich auch drauf kommen können bei der Farbe. Was war das? Da war eine Spinne, Alter, eine riesige Spinne drin.
Widerlich. Oh, hier. Ach, guck mal. Craft and equip a torch when venturing into darkness. Ja. Ich hoffe, die geht nicht aus. Ich weiß nicht, ob wir noch... Haben wir noch genug bei für eine neue Torch? Nö. Locked, okay. Locked. Rubel Transcription Unit 87.9.5. Order number one. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Rubel and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. A feature useful only to your obsolete burger flipping brethren now consigned to the scrappy. I need you to monitor the Verdammt. Okay, weg. Is it redundant to specialize in cooking and grilling? Das ist immer noch locked. Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Das ist ungeil, Alter. Oh, was haben wir denn hier? 100. Take that, Vampire. And, you know, bugs and spiders and stuff. Pamphlet? Ach, hier drin. Scheiße. Was ist das denn? We'll get this taken care of. Ach, geh doch weg. Never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you Mark IVs, not to mention your most excellent mustaches. Thank you. I will never forget this moment. Nein, das wollte ich ja nicht. So, sprechen wir mit ihm. Das ist eine weirde Gegend hier. Oh nein, nicht schon wieder das Vieh. Das ist locked. End of story content. You have completed the... Oh. Okay. Ich kann es nicht mal lesen, Mann. Wir haben die Story abgeschlossen. Toll. Story ist um. Nice. Locked. Locked. Ach, hier müssen wir durch, genau. Gut, die Story ist vorbei. Ahornschaufel können wir uns jetzt bauen. Geil. Das ist das, was ich wollte. Machen wir auch direkt mal gleich. Das mit dem Roboter, der macht zu viel Schaden, sonst hätte ich den schon längst gekillt. Oh, fuck.
Jawohl. So muss das. Wir haben also die Story jetzt beendet. Ja. War eine lange Story. Ja gut, aber es ist ja, wir können ja immer noch überleben. Hier, konnte. Achso. What should I be doing now? Why don't you work on building a bigger base first? It seems like the insects in the yard have been getting a little riled up. Okay, call my parents. No, there is no phone. But okay, I got it. You still have questions. I have some science questions. As acting science manager, I am happy to what answer your questions. What is raw science? It is definitely not cooked science. I'm afraid I cannot give you a more helpful explanation. It's true that Dr. Tully. What I can say is that anything more than that would be pure conjecture. Good. As acting science manager, what's this thing on my wrist and why did it bite me? I don't have any more science questions. Ah, that is one of Dr. Tully's most ingenious inventions. A portable device which can monitor your vital signs by tapping quite the elegant design. Don't you agree? As acting science manager, I am happy to if you look like you still have questions. Is there anything else I can help you with? I'll trade you some raw science. If you have any extra raw science, I'd be happy to trade you. Bring me more of my lost research chips, and I'll be able to expand my... Okay. No research cards installed. Always happy to see a repeat. Do you have any work for me? Quests arrive each day. For each complete... Okay, es gibt halt nur hier Raw Science, ne? Oder? Ja. Rewards, nur Raw Science. Wir müssen also seine Chips finden. Habe ich die nicht schon ein paar gefunden? Keine Ahnung. Gut. Wir haben also, speichern wir erstmal, die Hauptquest abgeschlossen. Nach 4 Tagen und 12 Stunden in dem Game hier, also Ingame-Zeit. Ja, ist halt noch im Early Access, ne? Also es wird wahrscheinlich noch, ich hoffe. Ich hoffe, da kommt noch mehr. So, was haben wir hier? Sites Oak Lab. Ach, scheiß drauf. Du bist frei, Viech. Ich weiß, dass wir schwimmen können. Aber will ich das gerade? Ich will meine Sachen jetzt nicht verlieren. Und sind da vielleicht Fische drin, die uns fressen könnten? Das ist natürlich noch eine gute Frage. Und wie kommen wir wieder raus? Das ist noch eine bessere Frage, ne? So. Zumindest haben wir keinen Durst mehr. Okay, hier könnten wir wieder rauskommen. Die Schwimmmechanik ist so ein bisschen wie von PUBG am Anfang. Bisschen scheiße. Der kann aber wirklich nicht lange tauchen, das ist das Problem. Ich sag mal so, das ist realistisch, ne? Aber da brauchen wir momentan noch nichts unten unter Wasser. Oh, eine Spinne. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Natürlich ist hier der Spinnen. Nee, oh, Alter, what the fuck? Ah. Wo bin ich denn hier gelandet? Run.
Ich wollte mir die Rosenblätter holen, Junge. Kannst ja völlig vergessen, ey. Oh, da sind noch mehr. Ich werd bekloppt. Überall, wo du hinkommst, spinnen. Gerade süppeln, das nehmen wir mit. Also da ist ein absolutes Spinnen. Eine absolute Spinnenkatastrophe. Da gehe ich jetzt auch nicht hin. Yo, I'm in a can. And it's pretty grand. I don't know. Something about the soda. Shake it up. And it'll explode ya. Aber geil. Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht. Also wahrscheinlich müssen wir seine komischen Chips jetzt holen, ne? Seine Chipsätze, ich weiß aber nicht wie. Was sagt er mir denn? Wenn er das macht, ist dann hier irgendwas oder wie? Acorn Bits. Ah. Hm. Essbar. Okay, hier ist irgendwas. Müssen wir das kaputt machen? Ist da drunter was? Nein. Okay, hier ist also gerade nix. Hier könnte noch was. Ja, natürlich ist hier was. Nein. 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 Ja. Nein. Ich werde mich nicht mit dieser Spinne jetzt anlegen, wenn ich noch nichts habe. Ich weiß, das ist da in dem Spinnenbau. Das ist schön. Dass es da ist. Oh. Oh. Genau. Verzieh dich. Gut. Davon wussten wir alles. Lure Trap. Hm. Hört sich interessant an. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein Helm oder sowas. Sap Catcher und Smoothie Station. Okay. Ja, das können wir leider noch nicht erforschen. Ich hau ab. Die Spinnen sind hier im Garten allgegenwärtig. Wo laufe ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss hier hin. Das ist also in die Richtung. Ja, da sind auch schon wieder Spinnen. Hier sind überall Spinnen. Ich werde doch gleich safe von der Spinne überrascht. Auch wieder Spinnen. Ich springe einfach ins Wasser, wenn hier eine Spinne ist, Alter. Safe. So safe. Vor allem laufe ich gerade ganz falsch, Mann. Oh fuck. My life. Da ist wieder Gras. Die haben sich hier richtig angesiedelt, ne? Die Viecher am Wasser. Ah! Junge, was machen die da? Die eine, ne? Die Mutter hat anscheinend alles in den Garten reingepflanzt. Da machen sie nicht mal die Viecher hier kaputt. Krieg ich Paranoia, Alter. So, wir brauchen eine Schaufel.
brauchen wir für die Ahorn-Schaufel? 2 Springs. Oh, geh doch weg, Alter, Fliegen. Schiss, Mann. Noch ein Spring. Was hatten die jetzt davon? Das wissen die vermutlich selber nicht. So, wo ist der Spring? Oh, es sind hier viele Viecher. Üff. Danke. Am I wearing that cologne or something? Ach, geht doch weg. Am I wearing that cologne or something? Ich will die Schaufel da nur ausrüsten, Mensch. Sagen wir. Get out of my airspace. Was Neues? Es wird schon dunkel, das ist schlecht. Wir haben noch einen ganz schönen weiten Weg vor uns. Das ist nicht gut. Boah. Nein. Da sind Stinkwanzen. Ich glaube, wir brauchen da die Gasmaske. Ich habe sowas im Trailer gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Einfach nur noch geradeaus. Da ist der Baseball. Yay! Wir sind da. Voll geil. Voll geil, dass wir es geschafft haben. So. Ach da. Oh gut. Ja. So. Clay erkunden. Puh. Nachdem wir die Hauptstory abgeschlossen haben. Schon. Nicht sehr lang. Ein Chessplay. Sieht das wieder scheiße aus. God. Wieso? Einzig Gute sind die Ameisenrüstung. So, habe ich noch was? Nein. Ich bin die Base. Immer noch die Frage, wie wir das Tool aufwerten können, Junge. Ist das bescheuert? Hm.
Das ist gut. Ja, Weed Stem. Schon wieder ein Weed Stem. Fuck you. Ich hab das Level. Die Level 2 Axt noch nicht. Oh. Alles nicht schlecht. Okay. Weapon Wall Mount. Hanging it on a wall. What the fuck, ey. Clay Foundation. Damit lässt sich doch mal was bauen, wa? Na gut. Oh. Ah, Mann. Wo spinnen? Können wir auch rüberspringen, wa? Wenn die Spinnen da sind, dann setze ich hier keinen Fuß raus. Ich glaube, als nächstes gehe ich auf die Hake drauf. Klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Boah. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. So. Einfach erstmal das Zeug weg. Dann machen wir uns auf den Weg zur Hake. Wo war die jetzt nochmal? Moment, wir können erst was trinken. Hier hängt keiner, da hinten aber. Fuck. Da. That was refreshing. I'm not picky. Da. Das ist schon so groß und sieht man trotzdem nicht. Auch nicht schlecht. So. Da können wir auch hin. Ich glaube, da können wir auch hin. Was ist das denn hier? Ach, das ist das Labor. Ja. Die ist das Oak-Labor. Da
Da müssen wir hin, wenn wir Sachen gefunden haben für den scheiß Roboter. Damit wir wahrscheinlich unsere Sachen leveln können. Hier will ich jetzt nicht runterfallen. Das wäre ärgerlich. Und hier kommen wir nicht weiter. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Ich will das Vieh haben, aber ich... Ja, ich werde sterben. Ah, scheiße. Oh, dann bleib ich da hängen, Alter. Ja, respawn. Ist nicht schlimm, wir holen unsere Klamotten wieder. Da. Was? Oh Gott. Prior Items. Ja, das war schön. Warum nicht alle? Das wäre noch schöner. Oh Gott, was ist das denn? Ih, so eine Wanze, Alter. Haha, ja, die werden uns gleich alle angreifen, Mann. Wir brauchen unseren Stuff. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life, Mann. Was ist das denn, Alter? Oh Gott. Genau. Hol sie dir, du bist die Beste. Packst das. Oh Gott, ich kann hier nicht hin. Warum? Oh, ich brauche eine Gasmaske hier, okay. Ja, ich will doch weg. Oh nein, da ist die Spinne. War nicht ganz so gut. Ich dachte, wir wären stärker, aber sind wir nicht. Ach, fuck. Das Vieh ist ja mega OP, Alter. Wo kommt das auf einmal her? Oh, wir laufen ganz falsch. Shit. Ja. Gut, ne? Ich wollte zur Basis. Lauf einfach weg. Von der Basis. Nicht gut. Oh. Ach, super. Auch Stufe 2. Was ist das denn hier? Ach. Pommesschale, Alter. Ah ja. Oh, da ist ein Labor. Schön. Thank you.
Whoa, a yoked girth action figure. What the fuck, ey? Wo sind hier die Spinnen? Oh, da. Fuck my life. Junge. Das ist schon alles nicht nett. Oh ja, schon wieder so dumm runtergefallen. Das ist ein Hotdog, Alter. Wollen wir auch Stufe 2, Mann? Wann krieg ich denn Stufe 2? Ach doch. Ja, wir sind an der Base. Was haben die vor, Alter? Die konnten mich jetzt diesmal nicht plündern. Oder? Wehe. Junge, wehe. Hey, wir haben noch alles. Ja. Das heilt ja sehr viel, Alter. Das heilt ja, uff, das lohnt sich ja richtig, die Dinger herzustellen, ey. Nicht. Wie kriege ich denn jetzt Stufe 2, Mann? Das ist so ein bisschen mies. Unbedingt mal diese Stufe 2 Scheiße. Ich will mal gucken, was da hinten so abgeht. Ich glaube, ich lege vorher mal ein bisschen was weg. Muss ja nicht alles mitnehmen, ne? Oh, mein Auge. Ja, schon 3,5 Stunden auf. Stream schon 3,5 Stunden. Auch nicht schlecht. Also noch wenig, aber dafür, dass ich den ganzen Tag schon immer was gemacht habe, nicht wenig. Materials. Ne, warte, Moment. Ich wollte ja mein Stuff hier wegpacken. Zum Beispiel die Schaufel. Ich bin ehrlich, ich will die Scheiße nicht verlieren. Ich meine, das hier, gut, das kriegen wir halt neu. Aber die Schaufel, da müsste ich zu diesem scheiß Oakbaum nochmal unbedingt hinrennen und da habe ich keinen Bock drauf. So, ich werde jetzt noch einmal nach da hinten gehen. Gucken, ob da irgendwas Geiles ist.
Ansonsten werde ich dann auch mal gleich so langsam Schluss machen. Das Marienkäfer, können wir uns wohl schon mit dem anlegen? Ich weiß es nicht, ne? Ist halt das Problem. Wir könnten auch übel einen auf die Fresse kriegen von dem Vieh. Ah, wir lassen sie erstmal. Ich will Stufe 2 Klamotten haben, dann will ich mich mit den Viechern hier anlegen. Oh. Hallo. Töte mich nicht. Hey there, buddy. Ja, ich könnte jetzt da reingehen, aber ich glaube, das mache ich wirklich mal, wenn ich gar nichts habe. Dabei habe außer der Fackel und vielleicht ein Speer, um ein paar Angriffe abzuwehren und halt so ein bisschen Rüstung. Ich glaube, das könnte echt hässlich enden. Wenn wir da zu früh reingehen. Dann nehme ich schon wieder diese Stinkviecher. Was ist das denn hier? Oh nein, da kommen wir zu dem Zaun. Der Zaun bedeutet meistens Spinnen. Oh. Oh ja, what the fuck. Macht einfach hart Schaden. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Chance hier mit Stufe 1 Klamotten gegen die Viecher, ey. Also gegen gar keins von den Viechern. Oh, da ist Trinken drin, glaube ich. Oder eine Spinne. Vielleicht auch beides. Weiter in die Richtung. Jetzt haben wir keine Schaufel dabei, aber ist egal. Ich will jetzt erstmal gucken, was da ganz hinten ist. Oh, da ist Wasser. Alter, ich werde bekloppt, eine Wasserquelle. Tastes good. Eine Wasserquelle. Aber so viel Wasser war da jetzt auch nicht drin. Shit. Aber jetzt kommen ja diese komischen Drecksfliegen. Ja. Die verletzen einen nicht, aber die sind halt nervig as fuck. Sind halt typische Fliegen halt, ne? Drecksviecher. So. Ich will auf einen von diesen Steinen, weil ich will den Überblick behalten schon. Das ist eine Videokassette. Ja. Okay. Under Construction. Ja gut. Hier können wir nicht weiter. Shit. Ich werde noch gleich safe Spinnen kommen. Da ist wieder so ein Giftgebiet. Da müssen wir zum anderen Gebiet hin.
wo wir noch nicht hin können, weil das under construction ist. Fies, ich wollte da zu diesem Dings hin. Naja gut, kann man nichts machen. Da kann man halt nichts machen, ne? Vielleicht ist ja irgendwo noch ein Geheimnis oder so versteckt. Komme ich da doch hin? Nee. Aber ich kann zumindest schon mal hingucken. Aber dafür, dass sie so viel Zeit hatten, finde ich das schade. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit die hatten zum Entwickeln, aber... ehrlich, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Nicht viel, also nicht so ein komplett fertiges Spiel, ne, und dann zu Early Access mäßig auch ein bisschen mehr. Okay, da kommen wir auch noch gar nicht hin. Also erstmal nur die Bereiche, das sehe ich auch nicht, sondern die Bereiche hier. Ja, gut. Dann ist das halt so, ne? Würde ich hier nochmal saven. I'm not picky. Where are you off to, Ant? Das gönnen wir denen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal im Ameisenbau rein. Ich meine, zum Abschluss hin, wenn wir die paar Klamotten, die wir jetzt haben, verlieren, scheiß drauf. Den Scheißruf können wir alles nochmal neu machen mit wenig Aufwand. Das meiste haben wir schon in der Base. Muss ich nur wissen, wo war der Hügel nochmal, Alter? Hier, ne? Irgendwo hier war er. Das ist schon wieder so ein Stinke-Käfer-Zeugs. Hier? Keine Ahnung gerade. Ich habe keine Ahnung. Oh ne, hier ist das Giftgebiet. Ist bei all das Giftgebiet. Junge, was ist denn hier los? Oh, die machen den gerade fertig. I don't want any trouble, Ant. Ich würde sagen, ein paar Ameisen für uns, wa? Oh, wir sind ja fast tot. Alright, Shadows. What you got there? Food. So. Kostenlose Ameisen. Ich komme nicht ran, weil ich fast tot bin. Shit happens. Where are you off to, Ant? Okay, jetzt gehe ich doch erst zur Basis lieber. Ich will meine Ameisen-Errungenschaften in Sicherheit bringen. Aber danach geht's ab zum Schluss nochmal in den Ameisenbau. Da will ich ja noch nichts mitnehmen, bis auf die Fackel. Vielleicht eine neue Fackel und... Oh, da müssen wir lang. Okay, hier ist der Bau. Schön merken, hier. Da, wo die... Scheiße vom Dings hin zeigt. Von dem Rechen. Nein, Spinnen. So, da müssen wir hinlaufen.
Ja, da ist das Ding, was ich suche. Ist es das? Das ist es. Oh, geil. Boss. Richtig bosshaft. Heieiei. So. Analysieren wir nochmal den Kopf. And Worker Head Mount. Können wir uns was bauen für die Basis. Als Abschreckung. Wahrscheinlich werden sie uns dann erst rechts angreifen, aber... Rain. So. Werden wir erstmal einpacken hier den Shit. Wir brauchen noch eine Truhe. Storage Chest können wir schon bauen, glaube ich, ja. So, zwei Leaves. Ein bisschen was hiervon. Wo ist das da? Oh, wir haben nur einen. Ach, gut. Gut, brauchen wir halt noch einen. Werde ich erstmal alles wegtun, bis auf das, was wir da brauchen. So. Die Leaves waren doch hier irgendwo an einem Tümpel, ne, jo. Die ist groß, das ist gut. Ah, die Rüstung nehmen wir mit. Ne, die Rüstung nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ah, Pilze werden wir gleich auf dem Weg noch ein bisschen was snacken. Jo, das war's eigentlich. Ne, warte mal, die Axt. Ha, die kann ich ja noch hier lassen. Die brauchen wir nicht dafür. Da müssen wir aber noch ausrüsten. Ach so, wir können entweder die Schuhe oder das. Ach, das ist ja doof. Na gut. Dann halt so. Gut, wie viel haben wir denn jetzt hier in dem Spiel? 18:03. Nee, so lange warte ich nicht. Wir gehen jetzt los hier zum Ameisenhaufen. So. Wo war er nochmal? Hier, ne? In dem Bereich. Finden wir noch ein bisschen was zu süppeln auf dem Weg. Ach Gott. Er ist schon wieder außer Atem. So. Ja gut, er ist aber lange gerannt. Aber man kann wirklich lange rennen hier. Wo gehen die Ameisen hin? Da. Nee. Hä? Wir sind schon viel zu weit. Hier muss der irgendwo sein. Hier. Da. So, dann gehen wir doch einfach mal rein. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, bevor wir drauf gehen. Wir rennen einfach durch.
Oh. Oh shit, die machen aber viel. Soldier in, look out. Shit. Fuck. Ja. Respawn, my friend. So. Speichern wir hier. Die Klamotten, die kann ich mir nachbauen. Ja, ist nicht so schlimm. 200 Zentimeter. Okay. Das ist lustig gemacht. Ja gut, dann war es das an der Stelle. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Und lasst mal gerne in die Kommentare da, wie ihr das Spiel findet auf YouTube. Ja, ansonsten noch schönen Morgen, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das guckt. Und tschüss.